Ja, herzlich willkommen zum ersten Video in diesem Jahr. Ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gerutscht und ich wünsche dir auf diesem Wege alles, alles Gute für das Jahr 2024. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Karin, ich bin hochsensibel und eine leidenschaftliche Malerin und auf meinem Kanal geht es um Kunst und Genesung im Dialog. Ja, 2024 bleibt interessant und spannend. Ich habe vor, den Kanal ein bisschen zu optimieren mit Live-Kursen und Online-Kursen. Und das erfährst du dann jederzeit hier auf diesem Kanal. Ja, fehlt dir manchmal so ein bisschen die Inspiration. Du möchtest ein wunderschönes Bild malen in Aquarell oder auch Acryl. Und du weißt einfach nicht so recht, wie du anfangen sollst. Dann bist du hier genau richtig. Heute malen wir in 5 Minuten ein wirklich total wunderschönes Bild, wirklich easy. Das habe ich extra für dich hier heute mitgebracht. Und du kannst auch gerne auf die Stoppuhr, du kannst eine Uhr stellen. Guck es dir an. 3, 2, 1 und los geht's. Ja, hier siehst du, in welche Richtung wir gehen. Und vom Material her, Bleistift, Aquarell, Pinsel sind es jetzt. Dieses Bild entsteht mit Tusche. Du kannst es aber auch jederzeit in Aquarell umsetzen oder auch mit flüssigem Acryl. Das jetzt links, das war zum Beispiel jetzt flüssiges Acryl, was ich mitverwende. Und zeichne und natürlich dickes Aquarellpapier. Und beginn, das ist jetzt ein Blumenbild, einfach eine lockere Zeichnung. Oder eine Skizze, nicht Zeichnung, das ist eine Skizze, ja, ganz, ganz easy, locker aus dem Handgelenk, ohne jetzt, dass es wirklich super toll sein muss. Hier geht es nur um ein paar so Rahmen, dass man so ungefähr wissen, wo die Blume aufhört und wo die Blätter beginnen, ne? Nur so ganz locker. Dann nimmst du einen Pinsel und fängst an, die Blume, also den inneren Teil mit Wasser zu bepinseln, auszupinseln mit viel, viel Wasser. Und jetzt geht's los. Das ist jetzt Tusche, geht aber wie gesagt auch mit Aquarell. Tusche wäre vielleicht in dem, jetzt bei der Technik vielleicht ein bisschen besser. Flüssige Tusche, er ist immer flüssig, sorry. Und wie du siehst, entsteht durch das vorher Wasser ist auf dem Papier. Ganz tolle Muster. Also ich liebe diese Spielereien. Du könntest jetzt theoretisch auch das Papier ein bisschen anheben, ein bisschen schräg halten, ne, dass es ineinander fließt. Und die Farben bleiben tatsächlich nur da, wo wirklich auch Wasser ist. Also müsstest du den Karton, den Aquarellkarton wirklich senkrecht halten, damit es wirklich runterfließt. Und das ist jetzt eben Bleistift. Und damit streiche ich nochmal so ein bisschen über diese Blumenmuster. Und du siehst, da entstehen ganz tolle, ja, Muster, natürliche Muster. Ja, und das ist jetzt nochmal eine bisschen dunklere Tuschefarbe. Man könnte es aber auch mit Aquarellfarben mischen. Geht übrigens auch sehr gut, Tusche und Aquarellfarben. Einfach, dass ein bisschen Tiefe entsteht in dem Bild. Aber du siehst, es ist wirklich, es sind ein paar Minuten und in diesen paar Minuten entsteht tatsächlich ein wunderschönes Bild. Das ist jetzt kommt meine geliebte flüssige Aquarellfarbe wieder zum Zuge. Ich mag die ja total gern. Damit lässt sich, war ganz toll hantieren und ja, da entsteht nochmal was ganz Besonderes. Also ich liebe diese goldene, flüssige Acrylfarbe. Habe jetzt Aquarell gesagt? Nein, das ist natürlich Acryl, flüssiges Acryl. Und das kann man natürlich auch nochmal gut miteinander mischen, ne?
Ja, das war's fast so gesehen. Aber es kommt noch ein Bildchen. Gehörst du auch zu dem Personenkreis, die als zu sensibel eingestuft werden? Du hörst immer wieder, oh, bist du sensibel, sei doch nicht so, ne? Du bist ja nicht sicher, ob du hochsensibel bist vielleicht. Ja, dann habe ich hier mein kostenfreies Workbook. Der Link oder die Verlinkung ist unten in der Beschreibung. Hol's dir und fang am besten gleich damit an zum Arbeiten. Ja, und hier siehst du, ist das Ganze in Aquarell. Und auch da benutze ich jetzt Aquarellstifte, um dem Ganzen ein bisschen Tiefe zu verleihen. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei deiner persönlichen Umsetzung von intuitives Malen. Und naja, wenn du, wie gesagt, eine Frage hast, schreib's unten in den Kommentar mit rein. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Woche hier wieder auf dem Kanal, wenn du magst. Also, tschüss!